Ich begrüße Sie herzlich zu der SDG-Veranstaltung und wir werden uns in dieser Episode mit dem Ziel 12 beschäftigen, der nachhaltige Konsum und die nachhaltige Produktion. Und auch das ist natürlich ein ganz großes Thema. Das ist ja auch wieder eine systemische Frage, könnte man fast sagen. Da wird an dem System der Wirtschaft gearbeitet und überlegt, wie müsste denn eine solche Wirtschaft aussehen, damit sie insgesamt nachhaltiger produziert und wir als Konsumenten nachhaltiger konsumieren. Und was heißt das eigentlich? Große Fragen. Ich versuche es mal ganz wesentlich auf einen Punkt zu reduzieren und das ist das ganze Thema der Kreislaufwirtschaft. Ich verstehe unter nachhaltiger Produktion und nachhaltiger Konsum eine Wirtschaftsweise, das kann man fast sagen, die vielleicht noch 1000 Jahre möglich ist, weil alle Ressourcen, die wir zum Wirtschaften brauchen, die wir dazu brauchen, Produkte herzustellen, die wir zum Konsumieren brauchen, weil alle diese Ressourcen immer wieder reproduziert werden können. Sie bleiben sozusagen im System. Also eine Abkehr von der Wirtschaft, von der linearen Wirtschaftsform, Rohstoffe, Energie, Energieträger aus der Natur entnehmen, zu Produkten umformen, in CO2 umformen, in Wärme umformen, nutzen und am Ende auf die Müllkippe bringen. Wenn man diese Wirtschaftsweise beibehält, ist irgendwann natürlich der ganz große Sack an Ressourcen und Rohstoffen, Energien leer. Dann ist nichts mehr da und dann gibt es auch keine Wirtschaftsform mehr. Denn Wirtschaften heißt, materielle Bedürfnisse befriedigen. Also, Sie lernen die Grundmuster der Kreislaufwirtschaft kennen und Sie kennen auch die Strategien für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Auch das Ziel 12 ist nochmal untergliedert in ganz viele Unterziele. Halten Sie ruhig den Film nochmal an und lesen dann die ganzen Begriffe, die dort auftauchen, damit Sie so eine Ahnung kriegen, was hat eigentlich die UN unter diesem Ziel 12, wo es um Produktion und Konsum geht, gefasst. 190 Länder haben sich das überlegt und haben diese Ziele formuliert. Ich kann das nur immer wiederholen, ich finde das ein total faszinierender Prozess, dass so etwas möglich ist, auch wenn vielleicht so ein Sammelsurium dann dabei herauskommt. Also wenn man sich das jetzt anguckt, das sind so die Hauptthemen, die ich da so rausgezogen habe, wie nachhaltige Bewirtschaftung, effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, Nahrungsmittelverschwendung halbieren, Eintrag von Chemikalien, das ist eine Emissionsfrage, Abfälle ist auch eine Emissionsfrage, deutlich verringern. Dann kommt ein ganz anderes Thema, Nachhaltigkeitsberichterstattung einführen, das Unternehmen wach werden und sagen, wir berichten nach außen, zeigen transparent, was wir zum Thema Nachhaltigkeit tun. Die öffentliche Hand ihre Verantwortung übernimmt, indem sie eine andere Art und Weise beschafft und insgesamt das Nachhaltigkeitsbewusstsein verbreitet wird. Das sind jetzt ganz viele Themen. Ich versuche das mal ein bisschen abstrakter anzugehen und sage, was heißt das eigentlich für unsere Wirtschaftsform, für die Frage der Kreislaufwirtschaft? Und auch das zu verstehen, um was es da geht, gehen wir einmal auf diesen Punkt der Nahrungsmittelverschwendung ein. Ich finde das insofern ganz interessant, wenn Sie sich überlegen, so wie das hier steht, diese kleine Abbildung von der EU, dass wir in der EU 90 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr wegwerfen. Nicht nutzen. 90 Millionen Tonnen. Und dann zeitgleich, wenn wir es auf die Welt beziehen, der Anteil der Menschen, die hungern, denken Sie hier an das SDG Nummer 2, dem kein Hunger in der Welt, in den letzten Jahren doch wieder zugenommen hat. Und wir werfen 90 Millionen Tonnen weg. Und diese Herstellung von den Lebensmitteln, die wir nicht nutzen, und das ist eben das Paradoxe daran, sie erzeugt trotzdem Einkommen. Das heißt, das ist alles hergestellt, dieser Herstellungsprozess ist bezahlt. Er ist letztlich auch bepreist in allen anderen Produkten mit drin. Das heißt, der Anteil, der nicht genutzt werden kann, wird durch die Preise bezahlt für die, die genutzt werden. Und das finde ich total spannend, wenn man sich das anguckt, sagt, dass das pro Haushalt pro Monat nur 50 Euro Verlust darstellt. Klar, wenn man jetzt Student ist oder wenn man auch von anderen Transfereinkommen lebt, kann das viel sein. Vor allem, wenn man ein Personenhaushalt ist. Aber sobald es in diese 3, 4 Personen, 5, 6 Familienhaushalte geht, sind 50 Euro nicht viel. Und das heißt, auf der Geldflussebene ist eigentlich alles safe. Das ist sicher. Das erzeugt Einkommen. Es gibt nur wenig Verluste und die sind auch individuell und die tragen wir mit dem, was wir in die Mülltonne werfen oder auch die Restaurants, was sie wegwerfen. Die Diskrepanz zum Ressourcenfluss, die ist halt riesengroß. 90 Millionen Tonnen Biomasse wurde dafür bewegt, es wurde erzeugt.
Dadurch wurden Energie und Rohstoffe eingesetzt. Viele von den Lebensmitteln sind ja auch werden mit Erdöl, mit Wärme erzeugt. Das ist also nicht die reine Sonnenenergie, die das erzeugt. Wir setzen Material ein, wir setzen Transport ein. Das heißt, wir erzeugen erhebliche Treibhauswirkungen, Pestizideinsatz, Müllmengen, ohne dass das genutzt wird. Und wir können damit einen Teil der Welt weiterhin ernähren. 90 Millionen Tonnen. Was ich damit sagen will, ist, Geldfluss und Ressourcenfluss sind zwei ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. 90 Millionen Tonnen ist aus Sicht des Geldflusses völlig unproblematisch. Alles gesichert über die Einkommen. Die reine stoffliche Seite ist hochproblematisch. Was dort erzeugt wird, Energie eingesetzt wird, weggeworfen wird und nicht genutzt wird. Was wir brauchen, wie sieht die Lösung insgesamt aus, wenn Sie sich eine Wirtschaft vorstellen, wie soll das in 100 Jahren aussehen, wie soll das in 50 Jahren aussehen? Man kann alles das, was wir haben an Produkten, alles das, was wir nutzen, müsste am Ende wieder zerlegt werden. Wir bräuchten einen geschlossenen Materialkreislauf. Das soll dieses Bild eben auch darstellen. Geschlossener Materialkreislauf heißt, das ist jetzt die einfachste Form, gleich kommen noch ausgeprägtere, ausdifferenzierte Formen. Die Ressourcen werden beschafft. Sie gehen in die Produktion, sie gehen in den Absatz, da wird sie genutzt, das Produkt, sofern es eben kein Verbrauchsprodukt ist, sondern ein Gebrauchsprodukt ist. Und dann wird es wieder zurückgetragen, Recyclinghof recycelt und wieder in Produkte übersetzt, wieder in Wertstoffe. So, wenn dieser geschlossene Materialkreislauf, der im Augenblick noch ein Denkmodell ist, gehalten würde, könnte man den auf ganz hohen Mengen an Ressourcen auch drehen, wenn es uns gelingen würde, tatsächlich alle unsere Stoffe im Kreislauf zu führen und diesen Kreislauf mit reiner Solarenergie anzutreiben. Da müsste man nun relativ wenig Rohstoffe entnehmen aus der Natur, weil nicht alles sich geschlossen im Kreislauf führen lässt. Und die Abfallmengen werden auch deutlich geringer. Das nennt sich so ein Cradle-to-Cradle-Kreislauf, also von der Wiege zu Wiege, nicht zur Bahre. Das heißt, man landet nicht auf dem Müll. Dabei ist es ganz entscheidend, dass man trennt zwischen den biologischen Kreisläufen und den technischen Kreisläufen. Der biologische Kreislauf ist alles das, was kompostierbar ist, was wächst und was kompostiert werden kann, was in den Kreislauf, der stoffliche Kreislauf der Natur darstellt, damit auch das, was wir zu uns nehmen, unsere Verbrauchsgüter. Und die technischen Kreisläufe sind alle von uns künstlich geschaffenen Stoffe, die wir zwar aus der Natur entnommen haben, aber weitgehend nehmen wir das in Form von Metallen und von Erdöl und Gas als chemische Grundgüter und machen daraus alle möglichen künstlichen Stoffe, die nicht kompostierbar sind, die auch nicht wieder zerfallen. Doch zerfallen tun sie wohl irgendwann, aber eben zersetzen sich und dann bleiben die entsprechenden Schadstoffe im Boden. So, und biologischer Kreislauf und technischer Kreislauf sind zwei unterschiedliche Dinge und der Punkt ist, sie wirklich getrennt zu halten. Das soll diese Linie ausdrücken. Das ist die große Herausforderung. Die Herausforderung ist deshalb so groß, weil es in der Mitte der Lebenszeit des Produktes immer die Verbindung gibt. Das heißt, die Produkte, die wir nutzen, tragen wir praktisch durch die Natur. Im Augenblick diskutieren wir ja ganz groß diese Mikroplastikdebatte. Wenn wir uns vorstellen, dieser ganze Abrieb, also Abrieb von Kleidung beispielsweise, Abrieb auch von Autoreifen, dann nutzen wir das Produkt und verteilen Gummi, wir verteilen Kunststoffe, diese Mikroplastiken, überall in der Welt. Überall in der Natur. Da sind wir inzwischen wach geworden. Das ist uns auch klar geworden, dass diese Grenze ganz schwer zu gestalten ist, wo wir mit unseren Produkten, mit unseren künstlichen Produkten, mit Natur in Berührung kommen und hinterlassen in der Natur auf eine sehr kleine Art eben Stoffe, künstliche Stoffe, die da nicht hingehören und die wir irgendwann dann in unserer Nahrung beispielsweise auch wiederfinden und dann in unserem Körper sich anreichern. Also das Denkmodell ist relativ einfach. Es steht übrigens auch in diesem 12.4-Ziel drin, hier unsere nachhaltige Produktion, Eintrag von Chemikalien, Natur und Mensch drastisch reduzieren. Das findet genau an dieser Mitte dort statt, der Lebenszeit des Produktes, dass diese Produkte nicht mit der Natur in Berührung kommen oder aber ihr auch wieder komplett entzogen werden. Also in der Idealform hieße das, keinerlei künstliche Substanz gelangt in natürliche Kreisläufe. Dann würde Natur auch dauerhaft funktionieren und wir würden sie nicht toxifizieren, nicht vergiften. Wir würden nicht unsere Antibiotika, unseren Feinstaub, unsere Mikroplastik überall in der Welt, in den Böden, im Wasser und in der Luft finden.
Das können wir heute denken, ist aber noch total schwierig umzusetzen. Aber wenn man sich genau, wenn man sich Politik, auch Umweltpolitik anguckt, sind wir eigentlich genau mit dem Thema beschäftigt. Wie trennen wir diese beiden Kreisläufe? Und wie kann man das politisch fördern? Und das nennt man Konsistenz. Das ist ein Begriff für den Umgang mit den Ressourcen dieser Welt, dass wir sagen, wenn es uns gelingen würde, die Technosphäre deutlich von der Biosphäre zu trennen. Dass keinerlei Produkte in, also keinerlei technisch-künstliche von uns geschaffene Produkte irgendwann in den Ökosystemen dieser Welt landen und dort verrotten und ihre Stoffe, ihre Moleküle verbreiten. Das ist das Idealziel eines nachhaltigen, in dem Falle Produktion, könnte man auch sagen, dass sie immer im Kreislauf geführt wird. Und wir sind auf dem Weg in diese Richtung. Wir haben das Recycling-Thema, ich würde sagen, vor 30, 40 Jahren angefangen. Das begegnet Ihnen im Alltag relativ gut, wenn Sie die Flaschen wegbringen, das Papier wegbringen, auch wenn Kunststoffe wieder eingesammelt werden. Da versteht auch dieses Zeichen. Dahinter stecken noch eine ganze Menge technische Probleme, dass das, was eingesammelt wird, bei Glas und Papier schon wieder zu Glas und Papier werden kann. Bei Kunststoff haben wir dieses Thema des Downcyclings, dass das minderwertige Kunststoffsorten sind, weil man nicht rein trennen kann. Der Gesetzgeber hat massiv mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz versucht, auch diese Stoffströme mit zu steuern, dass wir von dieser Durchflusswirtschaft wegkommen. Deswegen heißt das auch Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit der Maßgabe, Abfälle zu vermeiden, zu verwenden oder in einer Form zu verwerten, bevor sie dann verbrannt werden oder deponiert werden. Und der nächste Schritt ist nochmal richtig groß. Und der würde nämlich bedeuten, den ganzen Prozess von hinten aufzurollen, den ganzen Wirtschaftsdesignprozess von hinten aufzurollen und Produkte so zu designen, dass sie aus Komponenten bestehen, die a, vollständig zerlegbar sind und wieder in die in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Das heißt, es gibt keinerlei Verbundmaterialien, keinerlei Materialien, die man nicht mehr voneinander trennen kann. Und organische und anorganische Stoffe kann man eben auch ganz klar voneinander trennen. Und wenn das der Fall ist, wenn uns das gelingt, was auch nochmal eine enorme technische Innovation braucht, dann kommen wir der Stoffwirtschaft wirklich weiter. Und in der Stoffwirtschaft können wir alle materiellen Stoffströme deutlich von den biologischen Stoffströmen trennen. Und dann können wir sie auch relativ hoch im Kreis führen. Dann können wir auch relativ viel nutzen, wenn alles, was wir nutzen, letztlich wieder Cradle in die Wiege der neuen Produkte hineingeht, weil man das alles voneinander trennen kann. Das ist technisch bei der Produktionsseite eigentlich schon ein Riesending. Kommen wir nochmal zu dem Thema Konsum. Und damit sind wir auch schon bei uns. Denn wenn wir sind es ja die, die konsumieren. Das heißt, die, die Produkte auch kaufen. Konsumieren heißt, sie gebrauchen oder eben auch verbrauchen. Gebrauchen heißt, dass man sie häufiger nutzen kann. Verbrauchen heißt, wie beim Essen, kann man nur einmal nutzen und dann ist es weg. Hygieneartikel beispielsweise gehören auch dazu. Und ein nachhaltiger Konsum wäre ja, wenn das, was wir verbrauchen und was wir gebrauchen, einen sehr geringen Nebenwirkung hätte auf Mensch und Natur, in dem Fall auch stofflich, zum Beispiel die Natur, und wir dabei auch noch sehr wenig Energie und Materialverbrauch einsetzen, um diesen Produktnutzen zu haben, die im geschlossenen Materialkreislauf geführt werden, dann sind wir hier, also wir geben es wieder zurück, die Gebrauchsgüter. Und dann kommt die Frage, das sind wir dann auch der Suffizienz, die Frage, wie viel muss denn eigentlich sein, in welchem Ausmaß gehen durch unser Leben materielle Produkte, die wir intensiv oder weniger intensiv nutzen, die aber alle hergestellt wurden, alle Materialbewegungen und alle Energiebewegungen eben auch sind. Und manchmal für das, was da hineingekommen ist, eben auch sehr wenig genutzt werden. Jetzt haben wir schon mal alle drei Begriffe angesprochen zur Steuerung von Stoffströmen. Das ist nämlich das Konsistenz, Suffizienz und Effizienz. Konsistenz war der Gedanke, dass Stoffströme Konsistenz, das heißt, deutlich voneinander getrennt geführt werden. Nicht so, wie es auf diesem Bild eben zu sehen ist. Da haben Sie das ganz Typische, der Müll in der Natur. Effizienz heißt, dass wir für eine Einheit Produkt weniger Energie, weniger Material brauchen. Das ist dann vielleicht meistens, aber nicht immer, auch billiger. Das nennen wir dann Ökoeffizienz, so dort haben. Na, und Suffizienz ist der Gedanke, den ich zuletzt eben angesprochen habe, die Frage, wie viele Produkte brauchen wir zur Befriedigung unserer Bedürfnisse? Gibt es auch sowas wie Genügsamkeit?
Und das ist Suffizienz. Genügsamkeit kann heißen sehr wenig Nutzung von materiellen Gütern. Es kann aber auch heißen, die Bedürfnisbefriedigung, die ich habe, auf relativ einfache Weise umzusetzen. Also den Kilometer Fortbewegung, Mobilität nicht mit einem 2 Tonnen schweren Auto zu fahren, sondern mit einem 750 Kilogramm schweren Auto. Das wäre dann so auch so etwas wie Suffizienz. Das heißt, im Vergleich zu den Standards verbrauche ich wesentlich weniger Ressourcen. Bin damit genügsamer, habe da auch bestimmte Leistungen nicht. Warum ist das so wichtig? Auch diese Suffizienzfrage nochmal zu dem Thema Konsum. Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, Statistische Bundesamt hat wieder gesammelt, gezählt, um es mal so auszudrücken. Im Jahre 1900 hat ein 4-Personen-Haushalt 150 Gegenstände im Durchschnitt gehabt. 150 Gegenstände, da war alles drin, von der Gabel über die Unterhose bis zum Sonntagsanzug, für 4 Personen im Durchschnitt. Im Jahre 2018 sind wir bei 10.000 Gegenständen pro Kopf. Ist natürlich auch kein Wunder, wenn man mal so in die Fußgängerzonen geht und sieht, was dort alles an Gegenständen, an Produkten verkauft wird. Die müssen ja irgendwo bleiben. Sie bleiben in unseren Haushalten und werden eben zum großen Teil auch nur ansatzweise genutzt. Viele Dinge bleiben ungenutzt in unseren Schränken. Das alles hat einen relativ hohen Ressourcenverbrauch. Das ist diese Idee mit dem ökologischen Fußabdruck, auch dieses Bild. Spannendes Thema, auch nochmal genauer sich im Internet das anzugucken, was das eigentlich heißt. Wir verbrauchen pro Kopf 6,5 Hektar Fläche zur Herstellung der Produkte. Rechnerisch haben wir aber nur 2. Das heißt, dahinter steckt auch wieder dieser Punkt, dass wir die Flächen in den anderen Ländern nutzen, um unseren Konsum zu befriedigen. Das heißt, die können das nicht für ihren Konsum befriedigen. Einsetzen. Und wenn wir das wirklich wollen, dass alle ungefähr gleich die gleiche Fläche haben, um ihren Konsum zu befriedigen, das heißt, Produkte herzustellen, die sie für ihren Alltag brauchen, dann müssten wir unseren Konsum pro Kopf um 70% reduzieren. 70% weniger Material und Energie geht in unserem Alltag an uns vorbei und macht uns ein bequemes Leben. Gigantisch, 70% weniger. Stellen Sie sich das mal vor. 3/4 weniger Produkte um Sie herum. 3/4 weniger Energieverbrauch um Sie herum. Der Punkt, und da sind wir wieder an der systemischen Frage, ist, Konsum ist zugleich Einkommen der Produzenten. Das heißt, alles, was wir kaufen, ist das Einkommen der anderen, was wiederum dazu führt, dass sie etwas herstellen, Kosten haben, was wiederum das Einkommen der anderen ist. Unser gesamtes Wirtschaftssystem dreht auf einem hohen Einkommensniveau. Und so können viele Menschen Einkommen haben, einige sehr viel, wenige viel zu viel. Aber wir haben genügend Geld, die meisten haben genügend Geld bei uns. Das ist immer noch nicht gleich verteilt und es verteilt sich auch zunehmend ungleich. Aber das ist ein anderes Thema, das wird bei einem der anderen SDGs behandelt. Hier haben wir nochmal Effizienz, Konsistenz, Suffizienz in der Abbildung dargestellt, zu sehen, wir sagen, dies heute sehen, auf was oder wo haben wir unser Fokus im Augenblick drauf. Weitgehend reagiert Wirtschaft und Politik und auch wir selber zum Thema Nachhaltigkeit auf der Effizienzstrategie. Effizienz, schaffen wir es, ein Bedürfnis mit einer Einheit weniger Energie, einer Einheit weniger Materie zu befriedigen, dann ist das effizienter. Wenn wir Glück haben, auch billiger, aber nicht immer. Konsistenz, Abfall, Wirtschaftskreislaufgesetz haben wir eben gehabt, ist auch ein Thema, kann aber noch sehr viel größer werden. Sehr wenig reden wir noch über das Thema Genügsamkeit und das hier zum Schluss nochmal dargestellt mit den Begriffen, die dazu unterwegs sind in diesen, zu diesem Thema Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Dann sehen Sie, wenn Sie diesen unteren Teil angucken mit dem Thema Suffizienz, wo es so um Lebensstilinnovationen geht, Kulturorientierung, soziale Netzwerke, Zeit, Wohlstand, Vergeistigung der Ansprüche, Sinn. Da stoßen wir in einen Bereich hinein, der an sich nicht mehr Wirtschaft ist. Wirtschaften ist das Befriedigen von materiellen Bedürfnissen. Und wenn wir sagen, wir wollen bestimmte Bedürfnisse nicht mehr materiell befriedigen, dann ist das praktisch kein Wirtschaftsthema mehr. Dann müssen wir auch dafür keine Rohstoffe mehr einsetzen. Und dafür brauchen wir dann auch keine Unternehmen. Da findet das Leben eben woanders statt. Und das drückt das Ganze auch aus. Wir sagen, wie findet Leben statt? Wenn ich weniger brauche, dann bin ich sowas mit Zeitwohlstand, was mache ich in meiner Zeit, Vergeistigung der Ansprüche, das was mit Bildung zu tun, mit Kultur zu tun, steht auch in der Kulturorientierung.
Und da kommen am Ende diese Vorschläge raus, die dann meistens auch sehr plakativ sind, dass es also sehr viel mehr Lebensfreude ist, ein Glas Rotwein mit den guten Freunden zu trinken, als noch ein paar Schuhe zu kaufen. Und abschließend, apropos Schuhe kaufen, kommen wir zum Grunddilemma unserer Konsumgesellschaft, und zwar unserer Multi-Optionsgesellschaft. Und das liegt darin, wir haben ein so unglaublich dichtes Angebot an Produkten. Die treffen auf weitgehend gesättigte Märkte und sie treffen auch auf weitgehend materielle Befriedigung, die wir haben. Unsere Bedürfnisse sind zum großen Teil befriedigt. Wir brauchen nicht so viele Produkte. Um überhaupt noch verkaufen zu können, ist die Wirtschaft darauf angewiesen, materielle Produkte über einen immateriellen Zusatznutzen zu verkaufen. Das heißt, jeder versucht, ihnen ein gutes Gefühl zu verkaufen über sein Produkt. Und so einen Unterschied zu machen, weil Sportschuh ist Sportschuh, die Unterschiede sind nicht so groß. Zahnpasta ist Zahnpasta, das ist auch nicht so groß. Klar kann man unterschiedliche Cola-Sorten schmecken und Schokoladensorten, wie auch immer. Aber im Prinzip gibt es von allem viel zu viel Auswahl. Und wie erkenne ich den Unterschied? Wann greife ich zu, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es auch noch so etwas wie einen sozialen Zusatznutzen. Das heißt, ich hebe mich in meiner Gruppe durch Nutzung dieses Produktes heraus. Ich bin dadurch interessant. Mein Status wächst. Meinen Ansprüchen, die ich habe, denen werde ich gerecht. So, und das Grundproblem, was dahinter ist, ist, dieser soziale Nutzen löst sich schneller auf als der Gebrauchswert des Produktes. Das heißt, mich zu unterscheiden von anderen, ist mit einer bestimmten Hose, mit einem bestimmten Handy, mit einem bestimmten Auto nach relativ kurzer Zeit vorbei. Die anderen haben sich daran gewöhnt. Das Auto kann man noch lange fahren, die Hose kann man noch lange tragen, das Handy kann man noch lange nutzen. Und wenn ich diesen sozialen Unterschied wiederherstellen will, muss ich ein neues Produkt kaufen. Dann habe ich 2 Handys, dann habe ich irgendwann 17 Hosen, 30 Schuhe, 2 Autos, von allem viel zu viel, was ich nicht mehr entsprechend nutzen kann. Und das ist das Grunddilemma unserer Multi-Optionsgesellschaft. Der materielle Wert der Produkte ist sehr viel länger haltbar und nutzungsfähig als ihr sozialer Wert. Und da kommen wir nur raus, wenn wir wieder anfangen, materielle Bedürfnisse materiell zu befriedigen und soziale Bedürfnisse sozial zu befriedigen. Auch hier kommen wir zu diesem Grunddilemma, was wir dort haben, an der Zusammenfassung. Auf der einen Seite ist Einkommen Optionen für uns. Je mehr Einkommen, desto mehr Optionen haben wir in dieser Welt, Bedürfnisse zu befriedigen, aber auch zu wachsen, uns zu entwickeln, zu reisen. Auch für Bildung braucht man Geld. Das ist die Einkommenssteigerung. Wir wollen immer mehr Geld haben. Wir können aber nicht zeitgleich weniger verbrauchen, weil Verbrauch gleich Einkommen ist. Wenn wir den Verbrauch deutlich reduzieren, reduzieren wir auch den Geldzufluss der anderen. Und damit drehen wir die Einkommensschleife runter. Das heißt, erst wenn wir uns auf ein System eingelassen haben, wo wir auch mit sehr viel weniger Geld auskommen, weil wir ja auch sehr viel weniger brauchen, dann würde Wirtschaft auch auf dieser Ebene und auf diesem Niveau funktionieren können. Aber zeitgleich das Einkommen zu steigern und weniger zu verbrauchen, führt dazu, dass weniger hergestellt werden muss, führt dazu, dass weniger Einkommen erzeugt werden muss, heißt auch, dass wir weniger Einkommen haben, dass es dahinter mehr Arbeitslosigkeit gibt. Das ist dieses Spannungsfeld, das ist dieses Dilemma, für die wir noch im Augenblick sehr wenig Antworten haben. Und an Teil dieser Antworten können Sie ein bisschen nachdenken und daran arbeiten, wenn Sie sich mit den Aufgaben für das Selbststudium beschäftigen.